Ja, Sie haben ja nicht mal ein regelmäßiges Einkommen. Das heißt, wir können Ihnen noch nicht mal einen Dispo-Kredit anbieten. Tut mir leid, Herr Kiek. Herr Kiek, haben Sie denn keinen Bekannten, der für Sie bürgen kann? Vergessen Sie es. Vielen Dank. Alles klar. Wo ist die Kohle? Das ist nicht so einfach. Ich habe das Geld angelegt. Ich muss erst mal den ganzen Papierkram regeln. Ja, zum Beispiel habe ich den Wagen hier gekauft. Warum 40? Kalle, ich habe dir doch gesagt, ich habe das Geld angelegt, Immobilien und so. Das ist alles nicht so einfach. Oder meinst du vielleicht, das wäre nicht aufgefallen, wenn ich als Arbeitsloser 200.000 Mark auf meinem Konto gehabt hätte? Ich wusste ja nicht, dass du auf einmal wieder da bist. Ich komme morgen vorbei und hole die Kohle. Jetzt raus. Ich will nicht mein ganzes Leben hier verbringen.